Was immer ihr wünscht. Weil der Leichnam ist auch nicht gerade unschuldig. Ein Leichnam ist sowieso nie unschuldig. Ihr müsst eure Gruppe erst... Tag, Goethe. Dann gehen wir und bringen es hinter uns. Ja. Ja. Okay, Imoen hast. Ja. Du Gebet. Ich bin bereit. Du wahrer ich Blick. Warte. Du Archonschild. Archonenschild ist daneben gegangen. Habt ihr einen Plan? D war her. Zeigt mir wohin und ich schlage zu. Zähigkeit an. Ich war ein Schau von der. Nächstes Mal! Du Schutz vor dem Bösen. Oh. Immerhin ist tot. Nun kämpfen wir noch weiter, wenn Immerhin tot ist. Ich warte. Manus potentis portia vacho ferre res. Manus potentis portia. Ich helfe, wo immer ich kann. So, machen wir es so. Dass wir uns gleich buffen und gleich auf ihn losgehen dann. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Was kann ich tun? Ich bin bereit. Ich warte. Aus. Weißt du was? Immerhin kann auch kann Zeit stoppen. Einen Plan. Der Zauber.
Okay, was ist gerade mit Minsk? Größeres Unbehagen. Das ist aber auch schon alles. Warum kann ich Minsk nicht auswählen? Führt mich an. Ich bitte meine Dienste und mein Leben. Ich warte. Die Dienerin der Natur ist bereit. Vita Mortis. Okay, der Typ hat's trotzdem erwischt. Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Natürlich. Warum ruft euch zu sich? Ich habe mir zugestimmt, Mal zum Leichnam zu bringen, damit er blablabla. Okay. Wenn es das ist, was ihr wollt. Ist was los? Verstanden. Aufregender als jeder Zirkus. Euer Wunsch ist mein Begehr. Nächstes Mal! Hast du noch was dabei, außer der Silberkette? Schneller als Chick-Ticker, schnell Pratze. Zeit aufzubauen. Ja. Wisst ihr was? Ihr beide da oben pisst mich an. In Kurs. Ihr seid ja drei da oben. Braucht ihr etwas? Ja, keine große Herausforderung. Die Leiter scheint ziemlich alt zu sein und macht ein gefährlichen Eindruck, aber ihr könntet dennoch versuchen, an ihr hochzuklettern. Wenn ihr sie benutzen wollt, klickt auf den unteren Teil der Leiter, um hochzusteigen. Ja, und auf den oberen und runter. Das sind nur irgendwelche komischen Geheimgänge, auch gut. So, was haben wir jetzt hier für zwei Gegenstände? Ach, Maler Seelenstein. Besondere Fähigkeit plus 1 auf Geschicklichkeit, Konstitution kann man täglich Gift neutralisieren. Und der Gegengiftring. Der Träger ist gegen Gift immun. Mhm. Was möchtet ihr? Also ja, Questgegenstand. So, dann gehen wir jetzt zum Maler. Keine große Herausforderung. Nun gut. Naja, da konnten wir ein Papi nicht retten, ja? Was ist eigentlich noch auf dich gewirkt? Zauberfolge aktiv.
Ich helfe, wo immer ich kann. Ja, der hat immer noch einen Kettenzauber vorbereitet. Ach ja, je. Wenn ihr es wollt. Ja, den Seelenstein verwenden. Ich danke euch dafür, dass ihr mich wiederhergestellt habt, mein Fürsten. Die Geschichte, die mir da erzählt, ist äußerst seltsam. Jetzt, da meine Mutter und mein Vater tot sind, weiß ich nicht, was ich tun soll. Ich bin eine Fremde in einem fremden Land und besitze nichts. Ihr nehmt diese 5000 Goldmünzen, verlasst Amketan und baut euch irgendwo anders ein neues Leben auf. Euer Vater hätte es so gewollt. Ihr seid sehr großzügig. Ich wünschte, ich könnte euch mich irgendwie erklärlich zeigen. Wenn ihr jemals nach Kalisan kommt, meine Fürstin, würde ich mich freuen, wenn ihr bei mir übernachtet. Sohnes Segen mit euch. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Ja, ich habe den Seelenstein verwendet, um Marlos Dorf wiederherzustellen. Sie wird es nicht leicht haben, jetzt wo ihre beiden Eltern tot sind, aber zumindest hat einer der Familie die ganze Katastrophe überlebt. Ja, natürlich. Ja, hier, Eri, spiel den mal runter. Fort, wenn es da. Wir sind allesamt Helden. Ihr, Bo und ich. Wisst ihr was? Ich hab keinen Bock, auf der ganzen Welt locket. Den ganzen Weg durch, na, sagt's mir. Keine große Herausforderung. Durch die Gebäude zu gehen. Deswegen werde ich jetzt hier erstmal speichern als LP009A. Einfach mal so. Und werde mich jetzt zur wachenden Festung aufmachen. So. Gerüchte von alten Ruinen und unglaublichen Schätzen, die darin verborgen sein sollen, hört man entlang der Schwertküste ziemlich häufig. Aber keine Geschichte ist so faszinierend wie die von der wachenden Festung. Die Ruine befindet sich noch immer in einem gut erhaltenen Zustand, sagt man. Ein religiöser Orden, der Ritterorden des Wachsamen, hat einen Hilferuf ausgesandt. Es werden offenbar Helden gesucht, die ihnen bei der Erfüllung ihrer gefährlichen Aufgabe helfen können. Die Details sind sehr spärlich, aber die Neugierde treibt euch zur Lichtung, auf welcher die Festung steht. Es ist ein uralter Ort, an dem flüsternde Stimmen von unaussprechlichem, uraltem Bösen zu künden scheinen. Auch gut. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Dann rasten wir auch hier gleich mal. Nun gut. Gucken uns das Ganze bei Tageslicht an. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Es handelt sich hier... Das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Wenn noch jemand seinen Senf dazu geben, wenn ich mache ich mal Pause. Es handelt sich um Schutzruhen. Es geht um einen sogenannten Eingekerkerten, der durch Helmsymbol eingesperrt ist. Ja, supi. Ja, die wachende Festung kenne ich ein bisschen. Also ich habe sie mal in Shadows of Am ziemlich früh betreten, ziemlich sehr auf den Deckel gekriegt und habe mich dann wieder verpisst. Oh, und hier sind auch schon die Abenteurergruppe, von der gerade uns der Erzähler erzählt hat. Ja, verschlossen. Das hier ist auch, soweit ich es richtig verstanden habe, so Abkürzungen. Okay, okay. Schön.
um die Festung jederzeit verlassen und betreten zu können. Ja, was möchtet ihr? Ja. Die Türen sind gesichert. Hier sind noch mehr davon übrigens.